Lilo, ich zeige euch heute mal wieder was. Ja, wieso? Ich habe mal wieder was gekriegt und zwar Ameri Christmas. Nein, Ameri Smart TV Connector. Mal zum Testen, ne? Da bastel ich gerade rum. Es ist schon spät, wenn es ein bisschen dunkel wird im Video. Entschuldigung, ich wollte ja nochmal das Video machen. Ihr wollt es ja auch nochmal sehen. Gut, das ist so ein, ja, ist kein USB-Stick, ne? Das ist ein HDMI-Stick. Den steckt man zum Beispiel in den Fernseher rein. Ja, dafür ist er gedacht. Oder bei mir hier im Video meinen HDMI-fähiger Monitor, ne? Damit ich dann das Smartphone und den Fernseher, der im Hintergrund ist, also meinen Monitor gleichzeitig zeigen kann. Gut, das kommt da rein, hat auch noch einen USB-Anschluss für Strom. Und über WLAN kommt es dann vom Smartphone auf den Monitor kabellos. Das ist der Witz dabei, ne? Ich stecke jetzt mal, ich habe das schon eingesteckt, HDMI, jetzt mache ich mit USB noch rein. Dann erscheint gleich auf meinem Monitor der Startbildschirm. Also das Smartphone ist nicht mit einem Kabel verbunden, sondern wird jetzt per WLAN gleich Kontakt aufnehmen. Dafür braucht man zunächst einmal die App Software. Die kann man sich aus dem Android Play Store runterladen oder halt, das gibt es auch für Windows, ne? Man kann auch per Windows von seinem Laptop kabellos, ne? Hier auf seinem Bildschirm. Oder vom App Store, ne? Apple habe ich nicht, ich habe hier ein Android-Gerät, das Galaxy Note 2. Und da habe ich dieses App schon installiert, damit ich kabellos über WLAN jetzt das Bild übertragen kann. Ne? Also kein Kabel oder Musik oder mein, ja, vom Smartphone. Das Smartphone hat eine eingebaute Kamera. Ich könnte euch jetzt mal zeigen, was ich hier gerade so bastel. Ne? EZCast. So, und dieses EZCast, ne? Ja, das dient ja quasi, indem ich per WLAN zu meinem Monitor Verbindung aufnehme, fehlt mir ja das Internet. Ne? Weil normalerweise über WLAN gehe ich ins Internet. Da hat man natürlich die Möglichkeit, seinen WLAN wiederzufinden und den Stick, den HDMI-Stick als Relais zu nehmen, als Access Point. Das überspringe ich jetzt aber mal. Ich will jetzt hier nicht ins Internet, ich will euch nochmal zeigen, wie das überhaupt so geht, dass da vom Smartphone kabellos da was rüberkommt. Ne? Und ich nehme jetzt dafür mal das Kamera-App. Ja, da sind so viele kleine EZ-Cast-Symbolchen drauf. Ich hoffe, man erkennt das hier. Und ich nehme jetzt mal Kamera. Dann wird die Kamera von meinem Smartphone benutzt. Na, ihr seht jetzt meine Hand, weil meine Hand ist jetzt dahinter. Jetzt drehe ich das mal rum. Benutze das als Videokamera. Mein Smartphone, das Bild vom Smartphone wird jetzt übertragen. Also jetzt, deshalb kann ich euch jetzt zeigen, wo ihr gerade so seid. Ihr sitzt nämlich dort. Ne? Da ist die Kamera, die gerade dieses Video aufnimmt und auch den Ton. Ne? Die kann ich euch jetzt zeigen, weil mein Smartphone befindet sich in meiner Hand. Kabellos wird das Bild übertragen auf dem Monitor und die Kamera, die da so rumsteht, die nimmt das Bild so auf. Ist doch nett. So, und das war, wie gesagt, der Ameri Smart TV Connector. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Also jedenfalls kann ich jetzt so lustig mit meiner Kamera rumrennen, mit meiner Handykamera und euch das Ding mal zeigen. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Gut, ich sehe das Bild natürlich auch auf meinem Smartphone. Ne? Da sehen wir, ich müsste vielleicht mal das Kästchen weg. So. Und da sehen wir also diesen HDMI-Stick, der in meinem HDMI-Eingang ist. Das könnte auch euer Fernseher sein. Mein PC hat auch einen HDMI-Eingang und nebenan USB-Anschluss, damit das Ding Strom kriegt. Und dann hat es noch eine dritte Strippe, da ist es WLAN drin. Klar, da kommt das WLAN rein und raus. Könnt ihr vielleicht dann auch erkennen. Moment, ich muss mich gerade nur koordinieren. Ich gucke nämlich auf drei Bilder gleichzeitig, auf meine Kamera, auf meinen Monitor und auf meine Kamera, die gerade filmt. So, da kommt das WLAN. Ne? Das ist eigentlich nur ein USB-Stick mit so einem, ja, Empfängerteil. Ne? Ihr braucht gar nichts Kompliziertes installieren. HDMI reinstecken, USB und dann geht er schon los. Ne? Dann zeigt euer Fernseher an, was ich hier so zeige. Gut, das war das App. Hier Kamera. Ne? Kamera, gehen wir mal wieder raus. Schwupp. Kamera. Kamera-App haben wir gezeigt. Jetzt will ich euch mal eins von meinen super Urlaubsvideos oder Fotos zeigen. Nehmen wir mal ein Foto. Dann wird jetzt kabellos übertragen und kann da auf meine Fotos gehen. Da gibt es eine schöne Vorschau. Ja?
Und da kann ich euch zum Beispiel mal mein Flugzeug zeigen, in dem ich war. Könnte ich jetzt zeigen, wenn ich mir nicht das Ding davor halten will. Jetzt drehe ich einfach mal mein Smartphone so. Sehe ich das hier? So. So. Ja. So, mein Smartphone. Ne? Und hinten ist der Fernseher quasi. Und hier auf meinem Smartphone gezoomt, zoomt auch auf dem Fernseher. Ne? Seht ihr das? Also ich mache das Smartphone mal, dass ihr es nicht seht, damit ihr seht, was auf dem Fernseher passiert. Ja? Passiert dasselbe. Smartphone wie Fernseher. Und da kann man so dann wischen. Ne? Kommt das nächste Bild, kann man größer, kleiner. Nett. Ja, ich hoffe, man erkennt das im Video. Wenn das jetzt so ein bisschen durcheinander ist, Entschuldigung, aber das ist, ich gucke auf drei Bildschirme gleichzeitig rückwärts. Da muss ich gleichzeitig noch das Handy drehen. Alles nicht so einfach für so alte Leute wie mich. Gut, da wieder zurück. Gehen wir mal zurück. Komme ich wieder in die Übersicht gleich. Zurück. So, jetzt bin ich wieder in dem Auswahlmenü. Wenn ihr mal zwischendurch was nicht gesehen habt, macht ja nichts. Ja, Hauptsache, ich habe es gesehen. Ne? Ist ja für mich das Video. Super Sache. So, was haben wir denn noch? Wir hätten dann noch Video abspielen. Ne? Video abspielen. Playen wir doch mal. Eins meiner berühmt-berüchtigsten Urlaubsvideos, ob ihr wollt oder nicht, wird jetzt abgespielt. Ja, ihr seht vielleicht auch noch den Text Buffering. Hier auf dem Smartphone sehe ich dann so eine Rollleiste. Ich kann da gegebenenfalls auch vorspulen. Und ich kann auch die Lautstärke leiser und lauter machen. Ne? Volume, Plus und Minus. Ja? Gut, ne? Wieder zurück. Anderes Video auswählen. Hab eine Liste meiner Videos. Kann da, was weiß ich, mal eine Busfahrt. Ne? Wo war ich? Auf Madeira. Ja, jetzt will ich natürlich die nette Frau nicht mithaben. Mach einfach hier die Lautstärke kleiner. Seht ihr? Eine schöne Busfahrt auf Madeira, da bin ich rumgeeiert. Ne? Wird jetzt kabellos übertragen vom Smartphone direkt auf den HDMI-Port vom Fernseher, beziehungsweise bei mir ist es ein Monitor. Wunderbar, geht prima. Was haben wir noch? Hier ist irgendwie so ein Testvideo von Samsung dabei. Könnte ich vielleicht auch mal. Ich verstoße wahrscheinlich gegen 3 Milliarden Copyrights, aber egal, ja. Jetzt wieder lauter. Ne? Wird also, wie gesagt, das Video ist im Smartphone. Ne? Kabellos rüber, kann vorspulen. Sehr schön. Und Copyright anblenden von Samsung war es. Ne? Samsung. Entschuldigung, schönes Video. Gut, Copyright Samsung. Wieder zurück. Was könnte ich noch verbrechen? Ja, ich kann natürlich Musik spielen. Musik spielen, das geht übrigens auch. Hier zum Beispiel. Ja. So, jetzt EZ Casting, das dauert einen Moment. Okay. Ja. Jetzt kommt die Musik aus den Lautsprechern von meinem Fernseher. Kann ich dann auch lauter machen. Ja, an sowas, ne? Man kann im Übrigen auch, wenn hier keine andere App läuft vom EZ-Cast, das direkt auch in der entsprechenden einzelnen App starten, zum Beispiel in der Music Player App. Ne? Ich gehe mal zurück. Man muss aber hier raus sein. Ja? Man muss aus dem Ding raus sein, weil beides casten kann er nicht. Ne? Also das hier casten und nochmal den Music Player casten kann er nicht. Ich gehe jetzt in diese Übersicht, in die Übersicht, gehe dann mal raus. Ja, keine Ahnung. Raus, damit ich auf. Nee, nicht ganz raus. Ich will nur auf meinem Bildschirm. So. Ne? Gut, EZ-Cast läuft im Moment kein Stream. Dann kann ich zum Beispiel auch in meinem Player gehen. Ganz normal in den Musikplayer, den ich gewohnt bin. Könnte zum Beispiel dann auf. Was nehme ich immer zum Verabschieden? Ich bin nämlich gleich fertig hier. Fertig mit der. Was ein kompliziertes Video. Alles gleichzeitig. Das nehme ich jetzt immer. Das ist jetzt im Moment noch auf dem Smartphone. Für meine Verabschiedung meistens, ne? In meinen Videos. Da muss ich jetzt aber mal gucken, dass ich auf die richtige Ansicht gehe. Und dann sieht man da oben in der Ecke, ne? Seht ihr das hier oben in der Ecke, dieses Symbol? Und dann fängt er nämlich dann gleich an zu EZ-Casten. Obwohl ich hier in dieser Player-Ansicht bin. Ne? Also ich bin nicht
direkt reingegangen über die Anwendung von ECKs selber, sondern der hat sich hier in den Player integriert. Kann man da auch entsprechend lauter machen und leise. Man kann also den Player benutzen, den ganz normalen Player, lauter, leiser. Und wie gesagt, das Symbol war hier oben in der Ecke dieses Symbolchen da. Dieses da. Jetzt kann ich wieder umschalten. Will ich casten über den HDMI-Eingang, dass da Audio übertragen wird, oder über mein Smartphone. Oder casten über den HDMI vom Fernseher, beziehungsweise dann bei euch oder bei mir in dem Fall über meinen Monitor. Gut, so funktioniert das. Hab euch, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung davon gegeben, wie das so geht. EZ casten wir mal. Wir sagen No. Gehen wir mal auf, ja, jetzt läuft natürlich ein Stream im Hintergrund, den sollte ich am besten mal abbrechen. Also nicht die Anwendung hier abbrechen, sondern den noch laufenden Task vom Player. Den mal stoppen, gehe da mal hin, stoppe die Übertragung, dass es wieder auf meinem ganz normalen Smartphone läuft. Breche jetzt mal die Musik ab. Ja, also man hat das schnell wieder raus. Gehe dann mal auf die Kamera, sehe dann das Bild, das meine Smartphone-Kamera aufnimmt, die Kamera, die da integriert ist, film jetzt mal so ein bisschen rum, drehe das so, dass das Bild waagerecht ist, ne? So, damit ihr das mal so seht, das ist die Kamera, die gerade dieses Video aufnimmt, was ihr gerade seht, das ist mein Monitor, das ist der HDMI-Stick, wenn ich mal die Kamera richtig drehe. So, und die Quality kann ich auch noch ändern auf High oder Low am App selber. Ne? Und dann sieht man halt den HDMI-Stick, den USB-Port, wo er sich den Strom zieht, die Bedienungsanleitung und so weiter. Gut, finde ich richtig pfiffig. Das Ding kann natürlich noch viel, viel mehr, konnte ich jetzt alles nicht zeigen. Ihr könnt natürlich auch Dokumente, die ihr irgendwie lokal auf der SD-Karte habt, casten. Ne? Wenn ihr irgendwo mal was da habt, Download, ne? Ich habe jetzt keine Downloads drin, irgendwas von, was weiß ich, von ImageRink, ne? Zum Beispiel, da könnte ja auch irgendwo eine PDF-Datei drin sein, die könnt ihr dann dementsprechend auch euch anschauen. Ja, eure Bilder oder Playlists oder Downloads. Ne? Ja, ich habe jetzt hier keine drauf wegen dem Video aus Datenschutzgründen, dass da nicht irgendwas drin ist. Im Video, was ich gar nicht zeigen will, könnt ihr dann aber auch auf den Bildschirm bringen und so weiter. Den anderen Kram habe ich noch nicht probiert. Ne? Aber am schönsten ist halt Video, finde ich, und Musik. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen mit meinem Urlaubsbildchen und tschüss. So, aber ich finde, ich sollte mich vielleicht per Kamera verabschieden. Die Kamera kann man nämlich auch umschalten. EZ-Casting von vorne nach hinten. Jetzt wüsstet ihr mich eigentlich, seht du, ach, ist ich schön. Ich hoffe, hier mit Golfzeit kann ich mich eigentlich auch quer darstellen. Quer wirke ich irgendwie dicker. Moment. Ich hoffe, hier mit Golfzeit. Ich sollte mal vielleicht den Finger von der Kamera. Jetzt sieht man es, ja, Color Quality. Low oder High, aber Low. Ich hoffe, sowas von geholfen zu haben. Hallihallo. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Es ist übrigens stockeduster bei mir im Wohnzimmer. Nicht, dass ihr meint, die Kamera wäre so schlecht oder das Programm wäre so schlecht. Es ist wirklich fürchterlich dunkel bei mir im Wohnzimmer. Ich habe nur so ein paar Spotlights. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.